Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge WoW-Torio 2 mit mir, eurem Illyria, Opa Zockt und Maximilian. Moin moin. Moin. So. Dann wollen wir doch mal. So. Ein bisschen Verteidigung erstmal ausbauen, weil die Viecher werden ja gerade sowas von garstig. Passt. So, passt. Oh so. Nein, wo sind meine Greifarme? Ob hier noch alles okay ist. Öfenanlage läuft noch. So, dann kommst du noch da. So, bei mir hat sie es auch ausgekupfert. Feierabend. Ja, wie gesagt, läuft das wieder. Wunderbar. Falsch. Ah. Oh. Gute Speicher. Ich habe nichts gemacht, ich habe nur geguckt. Ja, genau. Hey! Verlassen Sie bitte das Dings. Sonst ich werde alle töten, die jetzt hier reinkommen. Alle. Ich habe nur geguckt, mehr nicht. Das ist mir vollkommen egal. Ich töte jetzt jeden, der hier reinkommt. Ich bin nicht Max, der klaut. Das ist mir vollkommen egal. Ich töte jeden, der jetzt hier reinkommt. Ja. Max habe ich sowieso jetzt erstmal auf den Kieker, weil ich bin ihm noch was schuldig. So, das da. Das da. Das da. So, Kupfer kommt wieder. Tja, du kannst so viel rumflitzen, wie du willst, Max. Ich bin dir noch was schuldig. Ich gebe dich eher Ruhe, bis ich mich mindestens einmal bei dir gerecht habe. Und für jedes Mal rächen und irgendwelche Sachen hier, da muss ich jemanden aus vom Server kicken. Dann hättest du bei Max anfangen müssen, weil hab er ich. Hat mich getötet, obwohl ich ihm gesagt habe, er soll aufhören zu schießen. Der, das passt nicht. Okay, da muss ich noch mal weg. Hier ist so eine komische Fließbandschlaufe. Wer ist denn hier? Ich hab die gebaut. Wann das denn? Strommast, der Kleine? Was haben wir leer? So, 60 wissen das Paket. Nicht gerade viel. Naja, erstmal abwarten. So, aber trotzdem mal machen wir mal noch ein Kraftwerkscluster an der Oberfläche, obwohl der wird aktuell noch nicht gebraucht. Nein. Gibt ja den Ölraffinerien, könntest du auch, wenn du willst. Ja? Ja. Guck mal nach. Meinst du nicht, dass der Platz später für was anderes gebraucht wird oder dass die Ölraffinerie ein bisschen verschoben wird? Später, aber jetzt kannst du ihn erstmal nehmen. Später hast du auch mehr Platz in deinem Ding und dann brauchen wir die vielleicht gar nicht mehr. Später haben wir Atomenergie, dann brauchen wir die überhaupt nicht mehr. Ja, Atomenergie. Jetzt kannst du sie erstmal nehmen. Ja, Atomenergie werde ich auch als nächstes bauen. Oh, verdammt. Wenn wir ja genug Kupfer haben, werde ich das erste Atomkraftwerk bauen. Ein bisschen, diese Dingenskirche-Flüssigkeit für Schwefelsäure, genau, für das Uran. Ja, Maximilian, muss man sagen, wie das aussieht mit dem Kupfer, ob das oben noch vernünftig jetzt läuft oder ob das noch mehr sein muss. Zu wenig. Na,
bin ich nicht fertig. Du da, puff, erforschen. So, die nächste Anlage läuft. Machen wir hier noch so ein Ding hin? Ich bin nur auf dem Durchgang. Das ist mir vollkommen egal. Kein Stein mehr, ernsthaft? An jedem Rohr bleibst du hängen. Unglaublich. Maximilian, das ist die letzte Warnung. Ich bin unten, ich soll oben für dich schauen, ob es denn noch ist, und ich bin unten dabei, Prozessoreneinheiten zu bauen. Also muss ich da durch. So. Der reicht noch. Also das Band sieht hier oben voll aus, aber es muss halt erstmal wieder alles voll laufen. Wo man eine kurze Forschungspause extrem bei helfen würde. Sind blaue Flaschen automatisiert? Ja. Dann hätte ich vielleicht vorgeschlagen Energiewaffenschaden 2 anstatt persönliche Laserverteidigung. Ich forsche jetzt eins am anderen erstmal weg. Weil für persönliche Laserverteidigung haben wir eh noch nicht genug Energie. Dafür brauchen wir noch ein bisschen Lederflaschen. Dafür brauchen wir einen Fusionsreaktor, ganz genau. Ah, und dafür brauchen wir dann eh die größte Rüstung, weil ich glaube, der passt blau da nicht im Kampfanzug rein, oder? Richtig. Ich wäre auch ein Fan von dem Beacon. Wenn das mal irgendwann klappen könnte. Irgendwann, versteht sich. Ja, brauche die Flaschen dafür. Dann können wir nämlich auf jeder Etage die Maschinen ein bisschen pushen. Der Einzige, wo es eigentlich noch Sinn macht, wäre bei Opa. Ach so. Da fehlt noch so einer, da fehlt noch so einer. In der Forschung greife ich jetzt trotzdem ein bisschen dazwischen, weil ich bin für Verteidigung zuständig. Ja, wie gesagt, nach der Reihenfolge. Die Reihenfolge ist mir gerade eigentlich völlig wumpe, es geht um Sicherheit. Ja, ist doch gleich als nächstes dran. So, das Ding... So, wie viel Eisen haben wir, wie viel Kupfer haben wir vorher gemacht? Da lagen wir bei 944 Kupferplatten. Okay, das ist natürlich nicht viel. Jetzt macht die Anlage 2300. Das ist in Ordnung. Und bei Eisen. Lagen wir da. So, Steuerung. C. 6, 7, 8, also 4. Passt. Kann ich nicht kopieren. Tolle Wurst. Eine Forschung von Energiewaffenschaden 2 auf Energiewaffenschaden 2? Hä? Dann haben wir gleichzeitig geklickt. Ja, das würde ich auch sagen. Okay, kriege ich eigentlich ein bisschen mehr, kriege ich wenigstens ein bisschen mehr Wumms auf meine Knarren. Opa, kannst du auf den zweiten auch Kupfer lehnen? Ich spreche mit dir.
Es geht Ja, um was. sprechen ganz nach oben. Kannst du hier auch noch Kupfer drauflehnen? Alter Maximilian. Ups, da fehlte Wasser. Objekte benötigen Reparatur. Muss auf meiner Ebene sein. Was bringt dir das? Ja, mehr Eisen, mehr Kupfer. Ja, aber wenn ein volles Band ist, und ein volles Band kann auch ein volles Band nicht ausladen. Nein, 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 wenn du es auf beide. Ja, habe ich. Aber wie gesagt, wenn hier vorne ein volles Band rauskommt, kann das zweite Band da nicht drauflegen. Das funktioniert da nicht, weil wenn voll ist, voll. So, das hier läuft schon mal so weit. Hä? 11? Jetzt bitte anschließen. Oh. Maximilian, seh ich zu. Muss am Durchlaufen. Kannst du mich das Durchlaufen verbieten? Kannst du mich das Aufhalten in deinem Gebiet verbieten von mir aus, aber nicht das Durchlaufen? Dann bleib jetzt irgendwo stehen, ob das von unten oder oben, weil es nervt massiv. Bleib in meiner Etage, sobald ich meine Prozessoren fertig bin. Opa, was ist denn das auf beiden Tropfer? So ein bisschen am Stahl. Hallo, ich war noch vorbeilaufen wollte, darf man. Nein, darf man aber eben nicht. Ohne Schilde hat man echt keine Chance, da durchzulaufen. Mit Schilden hat man noch die Möglichkeit. Ja, mit Schilden hat man zum Glück die Möglichkeit, ein bisschen Schaden abzufahren. Wieso sind das 6 und das nur 5? Gut, dann bleibe ich eben einfach hier in meinem Keller. Okay, dann wird es halt einfach verlegt. Oh, 157 Prozessoren liegen hier. Wenn du die anfasst, dann wirst du nie mehr leben. Dann lass mich, ja, ich, wie gesagt, ich lasse dich erst in Frieden, wenn ich mich rächen konnte. Das weißt du. Ja, du hast aber eben selber noch gesagt, du klaust keine Ressourcen. Nee, du hast bei mir auch nichts geklaut, deswegen klaue ich auch nichts. Ja. Max, ich krieg dich noch. Es ist mir egal, wie lange es dauert. Und wenn ich Handgranaten nehmen muss, ich krieg dich. Ich würde dir von abraten, Handgranaten zu nutzen. Nehme ich einfach so ein und dann machst du mit Schaden, drehst du selber mit Schaden. Das ist mir egal.
zerstört die ganze Stromproduktion. Ich zerstöre die nicht, keine Sorge. Das ist außerdem mein Ding. Ich habe genug Eisen, ich kann das jederzeit wieder herstellen. Zerstörst du die Prozessoren, sind mir keine Freunde mehr. Tja, Max, das hättest du dir einfallen lassen müssen, bevor du mich getötet hast. Okay, es braucht auch noch Kupfer und ohne Kupfer läuft echt nichts mehr hier. Niente, nada. Gleich haben wir es. Und außerdem Kupfer läuft super. Ja, lauf du mal rum. Läuft absichtlich zwischen den Fließbändern hin und her. Ja, weil ich dann noch schneller bin und nicht noch schwieriger zu treffen. Aha. Zumindest immer auf der Hälfte der Strecke. Du meinst, was passiert, wenn ich mir eine Kampfschrotze baue? Stromzerstörung? Wie gesagt, das ist mir in dem Moment egal. Ich habe genug Eisen. Baue ich neu auf. Das wird mir helfen, gegen die Kampfschrotze anzukommen. Ja, mir genauso. Ja, wieso? Ich will dich nicht töten, weil deine du mich nicht getötet hast. Du hast mich getötet. Obwohl ich dir gesagt habe, hör auf zu schießen. Einmal. Es spielt keine Rolle. Du hast es getan. Ich höre erst auf, wenn ich mich bei dir gerecht habe. Es sei denn, du entschuldigst dich ernst gemeint. Dann könnte es sein, dass ich aufhöre. Machst du schon ernst, Schaden? Tja, offenbar nicht. Nö, du haust vielleicht mal ganz minimal Leben an, wenn ich mal gerade was am Nachfüllen bin, aber nicht so weit, dass es kritisch werden würde. Tja, trotzdem habe ich längere Haltbarkeit als du. Opa, mal vorsichtig gefragt, wann dürfte man sich wohl das erste Kupfer nehmen? Das Kupfer ist voll gelaufen. Also dürfen wir nehmen, wunderbar. Das Kupfer ist voll. Wenn so lange wie die Kisten voll sind, ist mir das vollkommen egal. Aber nicht hier unten. Ja, ist gut, ich hab's zurückgegeben. Ich hab's zurückgegeben, hör auf zu schießen! Bei mir hast du auch keine Rechte an Kupfer. Ja gut, ich habe jedenfalls meinen Kupfer. Der.
1, 2, 3, 4 noch und da noch 2. Ah ja, Shittings. Renn nun mal. So, jetzt fehlt natürlich hier oben. Na gut, klar. Ohne Eisen kann da oben ja auch nichts weiter vorangehen. Los, bau schneller. Ratter, ratter, ratter. Schneller, schneller, schneller. Damit wir das wenigstens noch fertig kriegen. Was fehlt denn noch für meinen Craften hier? Oh, sind die voll? Ist der auch voll? Nee, ich wollte gerade sagen. Max, vielleicht lasse ich dich nur, wenn du mir 5 Prozessoren abgibst. Ich kann dir welche mitbauen. Aber und ich möchte trotzdem 100, ich möchte, und ich für das Töten möchte ich 190 sind auf jeden Fall für mich, weil die sind für Stahl. Ich möchte aber jetzt 5 Prozessoren. Ich habe selber noch keine. Und was sind das für 177? Wie gesagt, die sind für Stahl, die sind nicht für mich, die sind für Stahl. Seit wann stellt man aus Prozessoren Stahl her? Nee, aber man stellt aus Prozessoren Geschwindigkeitsmodule 2 her, damit wir genug Stahl haben, weil wir haben immer noch einen massiven Stahlmangel, selbst wenn wir Eisen hätten. Naja. Kling. So, und jetzt läuft Eisen wieder. Okay. Sehr gut. Und das wird wahrscheinlich aber bei weitem nicht reichen. Nee. Das bisschen, was da rauströpfelt jetzt. Wie voll ist denn generell unser Kupferlager? 7000. 7000. Dann müssen wir mehr Kupfererz abbauen. Warum? Wenn Kupfererz nur 7000 ist? Oder hast du das jetzt verwechselt mit Kupferplatten? Das waren Kupferplatten, du hast nach Kupfer gefragt. Ja, nicht nach Kupfererz. Ich meinte Kupfererz. Wie voll ist unser Kupfererzlager? 20, 40, 60. Die drei Lagerhäuser sind voll und das Warenhaus stark steigend. Also ich denke mal, wir haben so 150.000. Das klingt gut. Also, wie gesagt, mehr als genug. Das gleiche Spielchen bei Eisen, aber da ist es, glaube ich, nicht mehr stark steigend. Das steigt noch, das steigt. Das steigt und das Eisenerzlager sinkt. Aber gut, ich muss halt Eisen und solche Geschichten eh erst noch ausbauen. Also da kommt noch einiges. So, wie sieht das jetzt aus hier? Läuft voll. Oh, ist da jemand fast tot? Läuft nichts. Alter, es läuft nichts voll. Ja, nur weil ich angehalten habe. Gut, das heißt, Speedmodule bauen. Oh. Okay, jetzt sind wir quitt. Schön, ja, aber ich hab lange durchgehalten. Ja, du hast wirklich lange gehalten. Speedmodule. Auch nicht schlecht. Obwohl, das alles klar. Mit Speedmodulen können. Obwohl, ich könnte, ja. Ich habe hier. Aber Maxis gilt wieder nicht mehr gegenseitig töten, okay? Einverstanden? Da noch eine Reihe für. Jetzt hat er die modulare Rüstung da reingepackt, ey. Ich will den Kämpfern zu arm. Ja, hat er bei mir auch gemacht, als ich respawned bin. Du hast doch meine Frage nicht beantwortet, Max. Vielleicht. Na gut. Alter. Das sieht übel aus. Das sieht echt übel aus. Aber die 5 Prozessoren, mach die bitte trotzdem für mich mit, okay? Das sieht echt übel aus. Warum? Wir hatten vorher doch auch... Moment.
Wir haben vorher genauso viel Eisen hergestellt. Na gut, das lag wahrscheinlich am Kupfer. Okay, das heißt, wir brauchen mehr Eisen. Weil ich glaube nicht, dass das hier reicht. 78. Oh. Na gut, es tröpfelt ja schon zumindest schon mal wieder raus. Darf ich mir das anschauen, Opa, oder schießt du dann wieder auf mich? Du musst Du ja hast doch nicht. Schilde. Du musst Stimmt, ich halt habe schnell Schilde. schauen. Ich habe Granaten. Ja, dann zerschießt du aber deine eigenen Sachen. Ist das dein Problem? Ich hab da noch mehr Möglichkeiten. Alles klar, liebe Zuschauer, von meiner Seite aus war es das schon mal. Für mich ist Ja, das wir haben eh nicht massiv erstmal überzogen. ein Wir haben massiv überzogen. Gut. Opa nutzt natürlich seine Rechte völlig aus, aber das seht ihr ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ciao, Leute. Ciao, ciao.